Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Heute geht's nach Horb. Ja, Horb in, ist das Baden-Württemberg? Ich weiß gar nicht, was Baden-Württemberg ist. Ich glaube schon, dass es Baden-Württemberg ist. Und wenn nicht, es ist egal. Ich komme aus der Oberpfalz, mehr geht nicht. Meine Frau versucht gerade zu stranken. Wir brechen eigentlich gar nicht stranken, weil wir sind nämlich in der Früh schon losgefahren und sind jetzt in Satteldorf. Und ich hätte noch Restreichweite 368 Kilometer. Wir brechen nicht stranken, aber wir haben hier wieder Gasthof zum goldenen Löwen, wollte ich sagen, zur goldenen Möwe. Und ja, wir müssen nicht, aber es ist alles frei, warum sollten wir nicht? Wir werden dann weiterfahren nach Horb und dann melde ich mich wieder. Ich weiß nicht, ob meine Frau das schafft. Ich helfe ihr mal, weil ich ein Gentleman bin. Also, bis gleich. Herzlich willkommen in Horb. Das Wetter ist nicht so schön wie letztes Jahr, dafür sind die Leute schöner. Ja, genau. Ich zeige euch mal einen kleinen Rundgang und dann werden wir noch andere Sachen sehen. Guckt mal nur, schöne Leute, wir haben heute die Hässlichen eingesperrt. Purple Schulz im Übrigen, ja. Es ist 11.18 Uhr und es ist noch nicht so viel los, aber doch schon nicht so unwenig. Hinter mir fahren ein paar Harleys vorbei, deswegen wird es ein wenig lauter. Da sieht man hier da unten hier der Andi, der Markus, viele, viele Leute, viele, viele Autos, viele neue Autos. Hier ist der e-tron, dann der neue Soul, den werden wir uns mal anschauen. Aber, Moment, ich habe heute ein bisschen was anderes vor. Und zwar möchte ich heute nicht nur die Autos zeigen, weil Autos sieht man jetzt mittlerweile in jedem Video und so unbekannt sind die Autos nicht mehr, sondern die Leute, die die Autos fahren. Ich habe mir so 3-4 Fragen ausgedacht, ganz schwierige Fragen, und die sollen die mir beantworten. Also A, wer bist du? B, wie bist du zu E gekommen? C, was fährst du? Und A, B, C, D, die Frage D heißt dann, kannst du dir vorstellen, nochmal in einen Verbrenner zu fahren? Und ich schau mal, was sich daraus ergibt. Und doch ein Auto, und zwar ein Audi e-tron. Und der Audi e-tron ist ja ein sehr hochwertiges Auto, muss ich feststellen. Ich sitze jetzt das erste Mal drin und da muss ich wirklich sagen, hoppa, ja, ist ja der Wahnsinn, wie schön das Auto verarbeitet ist. Muss es aber auch, für den Preis. Ja. Ich habe mich jetzt gerade mal mit dem Besitzer unterhalten und er findet ihn toll, nur der Verbrauch ist zu hoch. Und da muss ich ihm zustimmen, weil das, was ich gehört habe, war schon heftig. Der Tim hat mir jetzt schon mal eine kleine Anweisung gegeben. Darf ich dich kurz zeigen? Das ist der Tim. Der kennt sich besser aus als jeder Audi-Verkäufer. Ja, schon. Ich zeige euch mal kurz den Innenraum. Ich muss bloß weiter weggehen, genau. Also die Verarbeitung ist schon klasse. Auch die Displays sind wirklich toll. Ich kenne mich jetzt auch voll aus, weil mich der Tim vollkommen gut eingewiesen hat. Die Verarbeitung ist, ja, Audi, möchte ich schon sagen. Aber wenn komisch ist, dass man den Schlüssel da reinlegen muss, wenn man den startet. Ist so, oder? Ja. Ja, komisch. Ja, ne. Okay. Ich zeige dann mal kurz von außen noch, weil in Schwarz schaut er richtig gut aus. Gefällt mir gut. Sonst sehen immer, wenn er mit weit über 200 an mir vorbeifährt. Aber muss ich schon sagen, es ist schon... Er erinnert mich trotzdem ein bisschen an den Jaguar I-Pace innen drin. Der hat ja auch diese zwei Displays. Okay, das untere nicht ganz so groß, aber ja, cool.
Und weiter geht's. Wer bist du? Ich bin der Sascha aus Abergen, Pannenhof. Okay. Du fährst einen E-Golf, habe ich gelesen. Ich fahre normalerweise einen E-Golf. Ja, seit 2 Jahren 70.000 Kilometer. Okay. Zufrieden? Sehr zufrieden. Beste Auto, was ich je hatte. Cool. Das hört sich doch gut an. Könntest du dir vorstellen, wieder einen Verbrenner zu fahren? Nie mehr. Nie mehr? Nee, ich will den Verbrenner, den wir jetzt noch in der Familie haben, bald wie möglich verkaufen. Okay, cool. Und du bist jetzt da mit dem Schätzchen da, ne? Genau, ich habe noch fürs Wochenende einen e-tron ausgeliehen. Ausgeliehen und Probe fahren, weil du einfach ein größeres Auto brauchst. Genau, oder? Mit 2 Kids und Urlaub und Kinderwagen braucht man halt mehr Platz. Und wie du schon sagst, sehr zufrieden, aber der Verbrauch ist dir zu hoch, oder? Genau, der Verbrauch ist einfach im Vergleich zu Tesla Model X extrem hoch, ja. Okay, ja, cool, danke. Bitte? Für das Interview. Ich habe den ersten E-Fahrer da und stell dich doch mal vor. Hallo, ich bin der Günther aus Obermachtal und fahre einen E-Golf. Einen E-Golf, cool. Wie bist du dazu gekommen zu E? Über einen Kumpel, der hat einen Tesla und da sind wir mal nach München gefahren zur Intersolar und da war das Fahren besser als die Messe selber. Okay, cool. Zufrieden? Sehr zufrieden. Sehr absolut. Zufrieden. VW hat früher viel Scheiße gemacht mit ihrer Abgasgeschichte, aber beim E-Golf haben sie fast alles richtig gemacht. Ja, finde ich auch. Ich glaube, dass der E-Golf der beste Golf ist, den sie je gebaut haben, oder? Ja, so können wir sagen. Ja, ich finde ich auch. Könntest du dir vorstellen, Verbrenner zu fahren? Wieder? Wenn es unbedingt sein muss, aber sonst nicht. Sonst nicht. Ja, cool. Alles klar. Jo. Dankeschön. Bitte. Falsch. Moment. Jetzt haben wir es. Jetzt muss ich bloß noch einstellen. Jawohl. Sehr schön. Und schon haben wir den nächsten im Kanal. Bin ich überhaupt drauf? Ja. Ja, bist du drauf. Hallo, wer bist du? Ich bin der Hartwig. Du bist der Hartwig. Aus Celle. Aus Celle. Ja. Genau, wir kennen uns ja schon. Ja, also, ja so gut wie. Ne? Persönlich jetzt. Ja, ja. Aber für dich die gleichen Fragen. Was fährst du? Ein Nissan Leaf 2. Ein Nissan Leaf 2, den sieht man nämlich hier. Nicht den kleinen, sondern den da oben. Genau. Es ist bloß ein wenig lauter. Die Teslas machen zu viel Krach. Genau. Du fährst deinen Leaf. Zufrieden? Sehr. Sehr? Ja. Hört man gerne. Ist auch ein schönes Auto. Wie bist du zu E gekommen? 2016 habe ich eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen lassen. Und dann wollte ich einfach mal ein bisschen Energie abschöpfen. Die Spitzen von den Photovoltaikergebnissen. Mhm. Und da habe ich gedacht, kaufe ich mir einen Hausakku. Auf Reden, oder? Ja, so kam es dann raus, weil es wäre dann sehr teuer gewesen, 8 Kilowattstunden Akku da ins Haus, in den Hauswirtschaftsraum einzubauen. Und dann habe ich gedacht, ach, da gucke ich doch mal im Auto. Und dann habe ich mir einen Leaf 1 gekauft damals mit 30 Kilowattstunden Akku und dann kann ich sogar mitfahren. Ja, genau. Und hängt nicht einfach nur im Hauswirtschaftsraum rum. Genau, es ist ja eigentlich eine perfekte Sache. Wenn es jetzt dieses, wie heißt das, direktionales Laden? Bidirektionales. Ja, genau. Vehicle to Home. Ja genau, wenn es das gibt. Das gibt es jetzt, ja. Das gibt's jetzt. Mitsubishi hat ja ein Dendo schon angekündigt. Sehr schön, sehr schön. Und deswegen ist es perfekt. Ja. Könntest du dir vorstellen, einen Verbrenner zu fahren? Nie wieder. Ja, das ist schön. Ich hoffe, also wenn einer sagt, ja, er kann es, dann wird es geschnitten. Nein, natürlich nicht. Ja, klar. Wir haben es ja dreimal geprobt. Wir haben es jetzt dreimal geprobt und es ist alles auf ihn gerichtet, dass er ja das Richtige sagt. Genau. Alles klar, danke schön. Danke dir. Wir sehen uns noch. Ja, jetzt sitze ich trotzdem in einem Auto und zwar in einem Mercedes-Benz EQC. Das erste Mal, dass ich das Auto sehe. Ich bin ein bisschen überrascht. Der Einstieg ist extrem hoch, aber er ist innen halt richtig Mercedes. Die Verarbeitung auf den ersten Blick ist sehr gut. Die Displays sind sehr gut, aber ich zeige es euch mal. So. Jetzt ist aber das große Display nicht angegangen, aber ist egal.
Mercedes-Benz-System starten. Gut, das kann man dann wahrscheinlich hier. Der pulsiert hier wie bei dem, wie einem Impulsantrieb. Das ist wie in der E-Klasse. C-Klasse, glaube ich, hat er auch diese breite Mittelkonsole. Verarbeitung, ja, sehr schön. Auch die, ja, ich sag mal, typisch Mercedes, die Verstellungen und so. Das machen sie schon gut. Sehr schöne Sitze sind es. Ja, blau, ja, ist Geschmackssache, aber das ist jetzt nicht schlecht. Die Seitenschlitze, die Lüftungsschlitze sind ja mit dem Kupfer sehr, ja, modern. Das ist interessant, weil ich habe echt gedacht, das ist Leder, aber das ist gar kein Leder. Das ist ein Stoff. Sieht aus wie Stoff. Ich muss euch dann nämlich noch was zeigen. Das ist nämlich ganz interessant. Das wurde mir nämlich gerade erklärt. Ja, gefällt mir. Ist ein schönes Auto. Die Windschutzscheibe, vielleicht sieht man es, ist sehr klein. Gar nicht so hoch. Ja, doch. Könnte mir gefallen, aber gut, kann ich mir natürlich nicht leisten. Schaut ein bisschen aus wie Jeans, aber es ist nichts. Ja, es ist aber, ja, ist eine schlechte Nacht. Schon mal interessant. Das, was interessant ist, das wollte ich euch einmal schnell zeigen. Also, es ist ein richtig, richtig hoch aufgebauter Einstieg. Es ist der Wahnsinn, wie massiv das ist. Da haben sie so Trittbretter. Weiß ich nicht, ob man die besteigen darf, aber das, ja, ist Geschmackssache. Aber das ist schon extrem hoch. Jetzt beim Einsteigen merken wir das. Und was noch ist, hier, ich weiß nicht, ob man sieht, die Scheiben sind, beziehungsweise der Innenraum ist innen um, wie viele Zentimeter sind es? 5 cm, eigentlich komplett nach oben gewandert, weil die unten einfach Platz gebraucht haben für ihre Akkus. Man sieht es extrem, wenn die Scheiben unten ist, sieht man es wirklich extrem, dann schaut es aus wie so ein Panzerwagen irgendwie. Ist aber auf jeden Fall einmal eine interessante Sache. Das erste E-Auto von Mercedes stimmt eigentlich nicht, denn die B-Klasse war ja auch schon. So, nochmal zwei nette Gesellen hier, Gesellen und Gesellin, und dir frage ich jetzt die gleichen Fragen. Hi. Hi. Hi, ich bin Michael. Und ich bin Bärbel. So, wie kommt ihr zur Mobilität? Das kann ich dir sagen, durch Ove. Ove Kröger. Mist, das wollte ich jetzt gar nicht hören. Der hat vor 2,5 Jahren mit Videos angefangen. Ich habe mir das angeguckt. Ich war schon dahinterher, mir Elektroautos anzugucken. Zoe, Hyundai, Ioniq und so weiter. Und dann dachte ich, irgendwie musst du doch nochmal einen Tesla fahren. Und das war mein Fehler. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann hatte ich einen. Also dann brauche ich auch gar nicht fragen, was für Auto ihr fahrt, oder? Nein, wir fahren Tesla. Ihr fahrt Tesla. Genau. Zufrieden soweit? Super, ja, zufrieden. Auf jeden Fall. Beste Auto. Wunderbar, genau. Beste Auto der Welt. Ja. Ich kenne mich aus. Ich habe 10 Jahre in der Autobranche gearbeitet und habe Karosserie und Fahrzeugbauer gelernt. Das kann nicht das beste Auto sein, weil es doch kein deutsches Auto ist, oder? Ah, ja, natürlich nicht. Oh ja, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Bashen ist nichts. So, könnt ihr euch vorstellen, einen Verbrenner zu fahren in Zukunft? Nein. Niemals. Niemals. Niemals mehr. Nie. Auf keinen Fall. Nein. Nein. Gott sei Dank, bis jetzt hat jeder das Gleiche gesagt. Was ist, wir das löschen? Ja, cool. Ja, danke euch zwei. Ja, danke dir. Ich wünsche euch nur viel Spaß. Ja, super. Gleichfalls. Ja, danke. Weiter geht's. Die nächsten zwei. Das sind sie. Hoffentlich geht es mit dem Wind. Der Wind ist nämlich jetzt schon wieder so komisch. Ich mach's mal so in der hohlen Hand. Schade, ne? Ja, das passt schon. Ich will ja euch zwei haben. Mich kennt mir ja. Hi, wer seid ihr? Ich bin die Stefanie Basler. Die kennen wir, gell? Ja. Ich bin der Andreas. Ja. Ihr fahrt E-Auto? Ja. Welches? Ja. Nissan Leaf 1. Tesla Model 3 seit Mitte Juni. Standard-Drehenschluss. Verdammt. Jetzt bin ich schockiert. Wusste ich gar nicht, dass ihr Tesla fährt. Okay. Wie seid ihr eigentlich zu E gekommen? Schwierig. Ja, als das mit dem ganzen Tesla-Hype da angefangen hat, im März 2016, da sind wir da drauf aufmerksam geworden. Wir 2014. Haben wir vorher schon mal gesehen. Ich war in London im Westfield Shopping Center und da war ein Tesla Model S ausgestellt. Das fand ich cool, das habe ich fotografiert und geguckt und dann sah ich einen Tesla Model S fahren in der Gegend bei uns.
Und dann haben wir mal geguckt, was das für ein Auto ist, was das macht und wie das funktioniert. Und dann hat das angefangen. Aha, okay. Und dann seid ihr im Endeffekt dann... Da sind wir Probe gefahren, da war es sowieso rum. Ja, das war in Anführungszeichen der große Fehler, weil wenn man Emo Tesla Probe gefahren hat, dann ist man... So geht es eigentlich, aber ich glaube mit jedem E-Auto, weil ja, mir ist genau. Ja mit dem E-Abs so gegangen, einmal gefahren und schon hast du das ganz vergessen. Ja. Soweit zufrieden, habe ich gehört? Passt soweit? Aus, ja. Super, ja. Ja. Also könntet ihr euch vorstellen, einen Verbrenner zu fahren demnächst oder in Zukunft? Nein. Nein. Das ist so, vorbei. So eindeutig immer. Hey, das never ist, again. Ich will das, okay. Ich habe 34 Jahre Verbrenner gefahren, es war gut, es war alles okay. Man will das jetzt nicht schlecht schwätzen, aber einmal E-Auto vorbei. Okay. Viel bequemer. Na super, das war's eigentlich schon. Dankeschön. Jetzt habe ich was gefunden, das ist auch für die Motorradfahrer interessant, auch wenn es ein Gespann ist. Aber das sieht man nicht jeden Tag. Eine umgebaute FJ1200. Mit Enterprise-Antrieb. Das Kettenrad ist der krasse Hammer. So was habe ich noch nie gesehen. Das ist so groß wie eine Jumbo-Pizza. Braucht er, weil der Durchzug und der Abzug natürlich dann die Beschleunigung besser wird. Endgeschwindigkeit ist beim E- bzw. bei so einem E-Gespann sowieso völlig, völlig uninteressant. Aber da ist er halt ein bisschen fahraktiver. Der Antriebsstrang ist von einer alten Unfall Zero. Man sieht hier den Motor. Kann man so ein bisschen neu erkennen. 10 Kilowattstunden Akku drin. Das Problem ist, der Verbrauch ist halt extrem hoch, weil das Teil halt der Wandschrank ist auf zwei Rädern, beziehungsweise auf drei. Und so um die 50 Kilometer kommt er. Also wenn er fährt, wie er fahren will. Es geht aber auch gemütlicher. Krass. Jetzt habe ich wieder zwei E-Autofahrer, die wollen sich outen. Als E-Autofahrer. Sowas. Ja, den jetzt. Hi, servus. Wer seid ihr? Ja, hi, ich bin der Patrick. Und ich bin der Manu. Ihr fahrt E-Auto? Ja. Was für eins? Wir fahren einen Tesla Model S 75D. Ah, D wie Diesel. Genau, so ist es. Nein, natürlich nicht. Wie seid ihr zur E-Mobilität gekommen? Schnitt. Mach ich. Hat zwei Jahre gedauert. Zweimal Model S aus München ausgeliehen. Zweimal ein paar Tage unterwegs gewesen, getestet und dann irgendwann eine Entscheidung getroffen. Infiziert geworden. Und infiziert worden und dann bestellt. Der E-Virus quasi. So ist genau. Es ja. Mit einem Tesla, wunderbar. Könnt ihr euch vorstellen, einen Verbrenner zu fahren? In Zukunft? Nie mehr. Uhuhu. Also leider, Geschäftsautos sind bei uns Diesel. Da kommen wir nicht drum rum, aber privat auf keinen Fall. Ja, perfekt. Wird schwierig. Dankeschön. Ja, gerne.